Jo, moin miteinander, herzlich willkommen im neuen Video. Ja, ich habe Nachbarsdeutsch hier drin. 6806. Ja, Klappe offen. Habe aber so schon soweit fast fertig. Und zwar hat er LEDs da oben bekommen. Einmal vorne zwei und hinten zwei. Dann habe ich soweit alles angeschlossen. Das funktioniert auch. Also der wäre ja komplett ohne Arbeitsscheinwerfer. Guck, das habe ich nur gestern Nachmittag war Heiko noch da, dann habe ich auch nichts mehr geschafft. Gucken, bin ich heute Vormittag neu bei gewesen. Gucken, nur habe ich das soweit fertig. Hier haben wir die Schalter dran gemacht. Einmal für vorne und einmal für hinten. Als Vergleich mache ich den wieder aus. So, und nebenbei haben wir noch den Luftsitz fertig gemacht. Den habe ich da. Hier ist das Kabel. Das Kabel war kaputt. Das hing hier lose hinter. Das habe ich neu angeschlossen. Das funktioniert auch wieder. Moment. So lange ich gleich hochgehen. Normalerweise. Heute Vormittag hat er das noch getan, aber Pumpe läuft ja. Anscheinend ist der Luftsack kaputt oder was. Oh, nun kommt da was. Zack. So, das funktioniert auch. So, das haben wir soweit alles zusammen. Und nun werden wir die Armaturen wieder festmachen. Lenker drauf, Gangschaltung, Lichter hier. Die kommt hier noch mit hin. Ja, da liegt der Lenkrad, packen wir hier noch mit drauf. Und dann wäre der Tag auch soweit fertig, ne? Nö, aber das ist tippitoppi nur. Wir sind hier, oder ich bin direkt von der Batterie gegangen. Hier das Kabel. Da hat er den Sicherungskasten mitgebracht, den habe ich jetzt hier hingepackt. Vorne war kein Platz und ist, weil das ja alles offen ist, denke mal, da ist das hier drin regengeschützter. Guck, dann bin ich ja hier lang zu dem Lichtschalter oder von Lichtschalter da nach oben hin. So weiß ich ja nicht, ob der Sicherungskasten zwischen Lichtschalter und Lampe soll oder ob das so geht. Aber für diese kleine Spielerei sollte das auch nicht lang, da sollte eigentlich nichts passieren. Nö, gut, dann werde ich den ganzen Kram wieder zusammenbauen hier und dann kann der Nachbar den gleich wieder mitnehmen. Draußen pisst das. Oh Mann. Ist also wieder unter Wasser. Ich wollte eigentlich nächste Woche anfangen mit Mistfahren auf dem Getreideacker. War mein Messhaufen, der läuft so langsam auseinander. Und hier, da sollte eigentlich was weg. Ne, weil ich hätte ja gerne irgendwie Anfang März, Mitte März mein Getreide drin. Aber wenn das so pisst, dann habe ich ein Déjà-vu wie vom letzten Jahr. Ne? Wo der da, wo ich meinen Katastrophen
Gerste da erst Ende Mai oder Mitte Mai erst reingekriegt habe. Ne? Das war Plünne. Naja, ich glaube, dies Jahr. Naja, wir sind ja nur auf dem Sandstandort, das trocknet sich ja schneller weg. Und habt ihr noch die Hoffnung, dass wir das noch irgendwie bis April drin haben. Ne? Von daher, gedulden, nützt alles nichts. Gut, dann werden wir den ganzen Kram eben zusammenbauen hier. Ich zeig mal, ich schau mal den Zeitraffer an. Und dann hier machen wir den Stall fertig hier. So, erst wieder zusammen. Hier drehe ich gleich noch eben zwei neue rein. Die sind mir gerade weggefallen. Und irgendwo hin. Ich finde sie nicht wieder. Aber durch die Selbstbohnenschrauben, die habe ich selbst auch noch da. Guck, dann haben wir das soweit fertig. Dann kann ich ihn gleich abholen. Und dann hier haben wir eine Baustelle weniger. So. Haube kann auch eben runter. Packe euch mal hier. So. Haben wir das Chlor hier. Da kann er um Fuß holen und dann hier ist er wer blieb. Ja, dann kann er auch in Düsten fahren. So, dann kann man ihn wieder wegräumen hier. Und dann mal den futtern. Dämmt ab. So. Nochmal Kontrolle. Vorne, hinten funktioniert auch, Luft sitzt, ja, da muss man einen anderen her, das ist so, der ist schon wieder platt. Guck, und der hier, Hemmwied. Ja, moin Arbeit, du hier, ich hab Teig geklort, den hier, den kannst du holen, wenn ich verlauch oder morgen oder was. Ne, dann weißt du Bescheid. Gut. Auf geht's zum Füttern. Und dann hier machen wir hier weiter. Ach, alles nass wieder. Oh Mann. Oh mein Misthaufen. Naja. Jo, oder ist ein Mischwagen mit dran haken. Mein Nachbar, wo ich gerade ja beim Trecker bei war, war gestern am Güllefahren bei mir. Und zwar hat er nicht unseren Fass genommen, sondern sein Fass mit den Argotron. Und warum nicht mit den Arion? Der Arion ist halt beim Service, beim Klaas Hettner. Guck, der kriegt die 3000 Stunden Inspektion. Guck, und dann hier gucken wir mal, wann der wieder fertig ist. Und ich hätte Güllekeller voll und von daher hat mein Nachbar im Gegenzug, wo ich seinen Trecker dann mit den LEDs ausgerüstet habe, bei mir dann mit
Agroton Gülle gefahren mit den kleinen Güllefahrzeugen. Aufnahmen wollte mir noch geben, was er da gefilmt hat, und dann hier füge ich das dann hier noch mal ein. Ne? Das seht ihr dann ja. Gut, so, das funktioniert noch alles so wieder wie letztes Mal mit den Mäusefraß hier. Und dann hier gehe ich mal füttern. Der braucht immer einen Moment. Na? So. Das Füttern im Zeug, wie ich das mache. Jeder Betrieb macht das irgendwie anders, aber ich zeige euch, wie ich das mache. Ja, dann nehme ich euch nun mal eben mit. So, ich mache erstmal hier im Stall, was die König aufgefressen haben. Das hole ich erstmal raus hier. Das weiter zum zu den Jungviechern. Die können das, den Rest dann auffressen dann hier. Ne? Ganz gut mit den Leitplanken, was ich da letztens dran gemacht habe. Das gibt sehr gut. So, wollen wir erstmal die Schaufel weg. So, jetzt lade ich ein bisschen Mehl auf. Oh, circa so 150 Kilo. Ja, da kommen wir ein bisschen Mineralfutter rein. Bin leer. Ungefähr so einen halben Sack. So, der nächste halben Sack ist dann für die nächste Mischung. Für morgen. So. So sieht es in etwa aus. Da ich nur kein eigenes Getreide habe ich ja nicht mehr. Das ist nur eine TMR-Mischung vom Landhändler. Der ist extra für eine Mischration zusammengestellt worden. Und das kommt damit durchs Futter. So, und dann kippen wir das in den Mischwagen rein. Gucken, wo ich euch eben hinstelle.
So, dann schmeißen wir Deutsch hier mal an. Dann bin ich auch hier mit. Habe ich besorgt. Und hier gehen wir auch noch bei. Gucken, ob wir das noch in diesem Video schaffen. Ich glaube nicht, aber vielleicht im nächsten. Und dann gehen wir hier nochmal wieder bei. Dann holen wir den Tony nochmal wieder in der Werkstatt. Und dann hier machen wir das auch eben fertig. Der braucht immer einen Moment. Jetzt haben wir da. Warten wir noch hin. Dann anläuft, braucht auch ein bisschen. So ist er da. Ungefähr 200 Zapfwellenumdrehung. Das reicht zum Mischen. Ne? Da wir ein bisschen Diesel sparen, ne? Und so wird es auch zu fein, weil die Messer da ja drin sitzen. Da mischen wir ja zwei Messer, zwei Schnecken. Und jeweils mit 7 oder 8 Messern bestückt. Und dann ist das was hier homogener dann, ne? Wenn das hier ein bisschen mehr geschnitten ist. Ne? Das beim Häcksel-Silo ist das ja was anderes. Aber wir fahren ja. Zum großen Teil mit Ladewagen und hier da wird das schneidet der Mischwagen dann nochmal extra dann, ne? Aber wenn der zu lang rührt, dann hast du auch Moves, das ist dann so. So, dann haben wir bald den ersten Schnitt hier auch auf und dann können wir hier auch ein bisschen Klarschiff machen. Dann kann demnächst in ein paar Monaten, also lange ist ja nicht mehr, wieder der neue Silo hierher kommen. Die Waage geht nicht. Das ist mir letztes Mal nur passiert, habe ich Mischwagen abgehakt, bin weggefahren, aber habe den Kabel vergessen abzuziehen. So ist das Kabel durchgerissen. Und der Stecker kaputt. Ja, aber nach so vielen Jahren, wie ich hier vor der Misch, habe ich schon selbst ein Gefühl. 4 Pakete Gras, 3 Pakete Mais oder ein Passat. So ziemlich dann mit den Kilos.
Ich habe nur wieder Waren leer gemacht und da war die GoPro aus. Da war noch bei 3%. Naja, ich weiß nicht, was aufgenommen worden ist. Und sonst haben wir das soweit fertig. Ich mache die Zange ab und schiebe das Rest dann noch bei dem Tiere an. In dem Bereich, wo der Mischwagen gestanden hat, weil ich habe vorne ja die Luke. Aber ich gucke in dem Bereich am Fressgitter sozusagen, da muss ich das genau hinschieben. Ja, und da hole ich dann einen Schaufel weg für die Kälber und dann war es das auch schon. Jo, gestern Abend Nachwuchs gekriegt. Und zwar ein Angus. Ein Angusbulle. So, wenn wir was davon sehen, da seht ihr. Da das kleine schwarze Ding da. Gestern Abend geboren. Gegen 7:30, 8 rum. Und ja. Und warum ich das euch jetzt nur zeige. Ihr habt ja im letzten Video ja gesehen, oder Video davor, wo ich das Jungvieh die Bullis da gegeben habe. Und da, das zeige ich euch nur, worum es geht da, was die Bullis auf sich haben und so weiter. Für die, die das nicht wissen. Ich mache mein Handy im Raum. Da war ich gerade weg, weil ich habe hier noch meine Handysteuerung da für die GoPro. So, und dann mache ich da den weg. Genau. So. Dann gehe ich mal auf die App. So sieht die App aus. Hier sind die ganzen Tiere aufgelistet. Kannst du Fütterung. Wenn da irgendwas steht, dann stimmt was mit der Fütterung nicht. Das ist null, also alles in Ordnung. Einen Trockensteher habe ich. So, die kalbt demnächst, die muss ich dann trocken stellen. Eine Besamung. Das ist ein von den Jungtieren hier. Gucken, ob wir sie gleich irgendwo hier finden. Das ist die 76992. Wenn ihr sehen könnt, die ist brünstig. Und die läuft irgendwo hier gleich. Die habe ich auch schon angemeldet, die wird dann morgen besamt. Genau, und dann gehen wir wieder zurück. So, hier haben wir noch Gesundheit, was anliegt. Ja, die Nummer 80, die hat was mit die Füße, die muss ich nächste Woche spritzen. Ich habe momentan kein Spritzmittel da. Und diese hier hat abgekalbt. Das ist, genau, die da, die 92. So, hopp. So, jetzt kann man dann drauf gehen und dann kann man auch den Schnuller-Alarm hier sehen. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da so einen kleinen Schnuller, das ist die Geburtsmeldung. Dann weiß ich, wenn das mir anzeigt sozusagen, dann weiß ich, dass die Kuh dann demnächst kalbt. Die nächsten 36 Stunden, 48 Stunden in dem Bereich irgendwie war es. Und jeder Sinusbalken da hat eine Funktion, die könnt ihr da sehen. Ne, jeder Punkt hat so einen Sinusbalken. Also ein grüner Sinusbalken hat einen grünen Punkt, ein gelber Sinusbalken hat einen gelben Punkt. Genau. So, und das ist dann nur die Kuh. Die lacht nur viel, weil sie dann noch ein bisschen was mit der Geburt zu tun hatte. Den werde ich nochmal einen Bulli eingeben. Dann ist er noch ein bisschen versorgt. Ja, das hier kann ich aber am besten im Merkstand machen, dass er dann fixiert. Ne? Und so sieht das dann aus. Ne? Genau. Drücken auf erledigt, weil wir das nachher machen. Und dann hier. So, da war die GoPro gerade wieder leer. Naja, so, das habe ich euch ja nur gezeigt. Nun gucken wir mal hier drüben, ob wir die Tante finden, die brünstig ist. Ich glaube, die müsste das sein. Wenn ihr das sehen könnt, die.
Die wird morgen besamt. Und dann hier wollen wir hoffen, dass sie dann auch trächtig wird dann, ne? Ne, Kuh? Genau, so, dann war es das so zu diesem Video. Und warte, dann zeige ich euch ja noch eben wegen der Brunst diese Aktivität. Klappe ich das Ding wieder auf hier. So. Da seht ihr es, ne, diesen auf hier aufspringen Symbol, dann heißt das, die brünstig ist und wird zack nach oben, also Aktivität nach oben, Wiederkauen nach unten oder grünes Wiederkauen. Und wenn das ist, dann ist die Kuh brünstig oder das Rind und dann hier wird auch so ein Zeit angegeben. Gucken, ob wir da wieder hinkommen. Genau, da. Früheste Besamung, 17.02. Das glaube ich morgen. Haben wir das morgen? Ne, das ist auch heute, aber heute Abend um 8:45 kommt auch kein Besamung. Also wir sind morgen besamt. Und dann reicht das auch. Also ist nur hier so ein Richtwert. Wie weit sie brünstig ist dann, ne? Genau. Dann hab ich euch das auch noch gezeigt. Also schon ein schicken Kram. Ja, und dann hier haben wir das. Gut, dann war es noch zu diesem Video. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann gucken wir mal, was wir da auffressen. Bis dann. Tschüss.